Du Tag, bist ja mal wieder am Arsch der Welt gespawnt. Ja, ich bin am Arsch der Welt gespawnt, so wie immer so aussieht. Drin. Also, Mission haben wir jetzt soweit erstmal beendet. Ich habe jetzt doch satte 74.592 Dollar auf dem Konto. Mais, ne? Also insgesamt so um die 80.000. Und jetzt wollen wir ans Ausgeben gehen. Genau. Ja, ich habe so fast 80.000 habe ich jetzt insgesamt. Was? 6.000 auf der Bank und 74.592 in meinem viel zu dicken Portemonnaie. Oh, der Rad meldet sich wieder. Oh, jetzt habe ich MP und alles mögliche. Oh, ich kann schon. Erstmal zahle ich jetzt ein, bevor nachher irgendwas passiert. Ich werde vom Auto überfahren oder sonst irgendwas, wer weiß. Anna, jetzt weiß ich, wo dein ganzes Geld hin ist. Die Tode, ne? Nee. Dein anderer Charakter. Ja, genau, da ist ja dieses. Hast du doch alles von der Bank abgezogen. Natürlich, ja. Ja, ist egal, einzahlen muss ich das trotzdem, weil ich will es ja nämlich auch heute dieser Sitzung noch so weit ausgeben. Mm. Ja, das stimmt, ja, darauf kam ich jetzt gar nicht. Das wird dann immer von der Bank abgezogen, ja, klar. Konto ist ja. Ja, Pippi, kannst du machen. Ja, eben, weil ich habe mich so ganz Zeit. Hä, kann doch nicht weg sein, wenn das bei dir auf der Bank ist. 80.705. Nein, ist mir eingefallen, ja. Ist klar, wenn das bei dir auf der Bank ist, wird das direkt von deinem Konto abgezogen. Ja. Oh, Lester möchte, dass ich mir ein erstklassiges Apartment besorge. Ja, da fehlt mir wohl auch einiges an Geld für. Ich habe jetzt ein Sturmgewehr mittlerweile. Das ist schön. Karabiner sowieso. Eine MP habe ich. Pistole, so. Feuerwerk. Eine abgesichte und eine Pump-Action-Schrotflinte. Ja, sehr schön. Gut, dann hole ich mir mein Auto. Weil ich kann jetzt einkaufen gehen. Also übrigens für den roten Kapuzen-Dingen fehlte mir, glaube ich, der Rang. Das war, glaube ich, Rang 12, was ich dafür brauchte. Ich soll die ganze Zeit kaufen, ne? Ja, das hatte ich jetzt auch vor. Ich wollte jetzt mir erstmal meinen schönen Elegy besorgen. Schusssichere Felgen, schusssichere Reifen erstmal draufknallen. Weil das ist ja das Hauptproblem. Schusssichere Reifen. Ja, immer. Die sind erstens ab 25, Rang 25. Ehrlich? Scheiße, ja. Ah, dann dauert der dann noch ein bisschen. Gut, dann können wir das Geld sparen, siehst du, ist auch schon ordentlich wert. Da ist er ja. Ja, kosten 25.000, die schusssichere Reifen. Jo, ich hab doch nur noch. Ich weiß das gar nicht mehr. Nein, solange wir hier keinen großartigen Blödsinn mehr machen, ne, dann verlierst du schon mein Geld nicht. Ja, ist auch wieder wahr. Klamottenladen ist gleich hier vorne. Achso, ich fahr falsche Straßenseite. Achso. Ja. Oh, guck mal, ein Buffalo. Ah, da, Sub-U-Bahn, ja. So, dann wollen wir mal gucken hier. Oberteile. Dann ziehen wir uns erstmal keulenmäßig richtig an. Mach schon da, mal los. So, oh, festliche Oberteile gibt immer noch, guck mal an. Das war Überzieher, soweit ich das noch weiß. Nein, Überzieher war es nicht. Kapuzenpullover war das, glaube ich. Kapuzenpullover. Roter. 145. Teuer ist er denn gar nicht. Siehst du, wurde nur freigeschaltet. Erster Rang 12. Ja, sehr schön. Trischik. So. Habe ich noch eigentlich eine Brille in meinem Inventar? Weiß ich jetzt gar nicht. Sag mal. Ja, hab ich. Ja, cool. Oh, Fächerbub. Guck mal an. Fächerbub, ja. Jetzt ruft Don mich an. Wer will denn Don von mir? Soll ich da rangehen? What up, Wussy? I saw you racing. Not bad, but it's time to move out of the blue chips into something more volatile. Ja. Up the risk, up the gain. Risiko mehr gewinnt, verstehst du? Ich rede vom Fallschirmsprung. Ah! San Andreas is full of totally rad jump spots, so crank it up a notch. Dominator out. Jo, ich darf jetzt Fallschirm springen, sagt er. Fallschirm springen? Jo. Ist ja auch was wert. So. Zap, zap, zap. Fertig. Jo, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen für die Waffen
Lobby einkaufen. Kommst du nach? Soll ich vorfahren? Ja, ne? 300 Meter schaffst du alleine. Aber mach mal. Ja. Da war es noch nicht mal so teuer. 145 habe ich jetzt noch ausgegeben, ey. Was nur? Ja, das kostet ja nicht viel. Die Brille hat die noch. Aber der Mechaniker will ja auch noch irgendwann bezahlt werden, ne? Geh da rein. Durch die Tür, Mann. Nicht durch die Scheibe, durch die Tür. So, wo stehen wir bei schusssicheren Westen? Oh, guck mal, schon leichte Panzerung. Gut, ich habe immer noch 80.000, ey. Oh, eine Spezialkarabiner, du. Alter. Karabiner habe ich. MP habe ich. Ich hatte doch auch ein Kampfgewehr. Kampfgewehr darf ich noch gar nicht haben. Achso, okay. Oder? Nö. Deswegen kann ich dafür auch nichts kaufen. Alles klar. Ja, da können wir die Karabiner auch nicht ausrüsten. Das ist alles noch zu teuer für mich. Zu weit weg von meiner größtes Magazin für die MP. 9000. Oh. Wow. Mikro-MP. Ah, so eine Spezialkarabiner hat ja schon was, ne? Ah, ja. So ein Präzisionsgewehr ist ja auch nicht schlecht. Ja, das brauche ich eigentlich schon, würde ich sagen. Dann würde ich auch noch mit dem Schalldämpfer. Ich weiß nicht, ob ich Armeefarbenton nehmen soll oder LSPD. Bei Waffen? Mhm. Finde ich LSPD immer, also ich immer sehr geil. Die Einsatz-PDW. Oh. Ja, komm. Ah ja, ja, hatte ich ja dann das Licht abgemacht. Aber das nicht so viel da rein. Brauche ich ja hier nicht. So, 5 Raketen für das Feuerwerk habe ich noch. Die Spezialkarabiner. Nein. Ach ja, genau. Also ich tippe ja wirklich das Spezialkarabiner ins Herz legen. Ja, ich habe jetzt die normale Karabiner erstmal noch. Also. Du hast das noch. Ja, die habe ich ja geschenkt bekommen an Weihnachten jetzt. Die Spezialkarabiner kostet 14.750. Ich habe erst ab Level Statistiken, Waffen, da. Ah, ich habe jetzt 28.000. Ach, die kannst du so kaufen? Was denn? Die Spitzerkarabiner. Ja, sicher. Echt? Ja, 14.750 kostet sie. Damals musst, also vor 2 Jahren musstest du Level 27 sein, um die zu haben. Ja, ne, diesmal anscheinend nicht. Ja, komm, nehmen wir. Mit dem Zielfernrohr. Und damit ist mein Geld so ziemlich verbraucht. 2510 Mücken habe ich jetzt noch. Ich viel? 2510. Ja. Ah, da kann ich noch Munition für die Einsatz-PDW holen. Oh, da war schon zu viel. Ja. Aber für das Scharfschützen. Nein, nicht so. So. Für das Scharfschützengewehr noch ein bisschen was. Die Schrotze ist voll. Die Karabiner ist eh voll. Die PDW ist voll. Da müsste die MP auch voll sein, ja. Nein, will ich doch gar nicht haben, Mensch. Gut. Ja, 874. Was machen wir damit? Pistolenmunition noch kaufen, ne? Vielleicht ist Pistole. Auch voll. Tja, mehr kann ich auch nicht mehr machen. Hm? Tränengas kann ich mir holen. Was soll ich damit? Ein Schlagring, daran hätte ich vorher mal denken sollen, ey. Schön. Zu spät.
Wir können auch ein bisschen sparen, ne? 817 Mücken, dafür kann man auch mal noch ein Bierchen kaufen gehen oder so. Mary River, was wollen die denn jetzt von mir? Guck mal, was die alle anrufen auf einmal, ey. Kong hat mal Geld gehabt. This is a courtesy call from Meriwether Security Consulting. Anruf von Mary River. We're expanding our domestic operation and want you to be aware of our exciting new munitions delivery service. Ah. Anytime, anywhere, your Second Amendment rights are... Ja, alles klar. Also ich kann jetzt auch Munitionslieferungen beantragen. Sehr schön. Ja, nee, geil, mit 800 Mücken auf der Hand, ja. Ach, Mann. Hier war doch irgendwo... Da lang. Das ist doch so weit weg, war es ja nicht. Weg da! Soll mal gucken, ob ich dafür 800 Dollar noch irgendwas machen kann. Mhm. Weil wenn, dann wollen wir das schon ausgeben. Zup. Ja, die Farbe bleibt sowieso erstmal, das ist schon klar. Anis LED. Ja, wobei mir diese Sekundärfarbe, das gefällt mir eigentlich nicht, ey. Oh ja, ich weiß, was ich mit 800 Euro machen kann. Dollar. Fahrzeug reparieren. So. Noch 517 über. Wow. Wo ist denn die doofe Lackierung? Da war Lackierung. Sekundär. Oh. Oh, teuer. Oh. Ah, ganz in Rot, guck mal. So, viel schöner. Ich hasse da wieder so einen anderen Rotton, so ein komisches, ja, sowas, Torino. Ja, so. Ja. Ach, nee, das sieht schön aus. Das sieht man direkt, ne? Schön. So, dann haben wir noch 57 Mücken, dafür können wir ein Eis holen. Komm, ich geb eine Runde Bier. Hau ab da. Oh, Kratzer drin. Aber man lernt die Sachen doch ein bisschen mehr zu schätzen, wenn man keine Pinke hat, muss ich sagen. Also, man fährt jetzt nicht mehr nur noch im Gegenverkehr, weißt du, auch mal so auf der Mitte der Straße. Weil ist ja doch ein bisschen sicherer dann. Oh, da vorne ist ein Laden. So. Weg da! Halt die Klappe, Mann! So. Ich hab 57 Dollar in der Tasche, hau bloß ab. Ich kauf die ganze Welt, ey. Come in and look around. Ich schmeiß einen Fuffi in den Club und schrei ho. So, das fehlt mir wieder. 30 hab ich noch. Jetzt hab ich noch 10. Und 0! Ah! Genau richtig! Ich hab gerade noch mein Pisswasser voll bekommen. Pleite. Wo ist er? Hä? Oder rennst du denn darum? So. Hier. Wo ist die Pulle? Ich habe gerade eine Pulle Bier weggeschmissen. Ach nee, da war Kippen. Ah, so, warte mal. Renn mal nicht weg. Warte mal. Da. Siehst du? Hab gesagt, wir trinken erstmal ein Bier. Ich hasse das. Da schmeißt er die erste Pulle immer sofort weg, ey. Bist du nur da? Kommt mir doch sehr teilnahmslos vor. Jetzt dreht er wieder weg. Hallo. So, einmal einen Kreis drehen. Und weiter geht's. Mana? Ja. Ich lade mal den Nico ein. Der ist ja mit meinem Account online, wie gesagt, ne? Ja. Mach einfach. Okay.
Ich bin schon wieder blau. Ich habe dir übrigens gerade eine Pulle Bier Ja, ich hab's schon gesehen. Ich habe gesagt, wir trinken. Nein, hat genau gereicht, mein Geld. So. Ah, toll. Hab's wieder hinbekommen. Mann, hast wieder betrunken. Ja, danke fürs Bier, ne? Ja, danke für. Danke für die Hilfe. Ich pöbel jetzt noch ein paar Passanten hier an. Anpöbeln oder was? Ja, hier sind aber keine. Da hinten. Ach, nee, das ist kein Passant. So eine Zeitungskiste, noch schade. Boah, ich bin Nico unendlich dankbar dafür, ey. Kannst du mir glauben, dass er mir den Account gemacht hat? So. Zombie. Ah, da kommen Passanten. Da kommen Passanten. Snap. Ey. Ihr sechs Leute. Ah, ne, sind nur drei. Ihr sechs Leute. Hey, Ringel, Beats mit anfassen hier. Mal schön Pullover. Hat deine Mami dir halt rausgesucht? Hau ab, ey, hau ab. Komm her, du. Komm her. Komm mir nicht hinterher, ey. Hi. Ich muss gerade übelst lachen, mein Mann hier. Gerade die übelst die Passanten angeht. Komm her, du. Komm her. Ey, hau doch nicht ab. Du sollst nicht ab. Wie gesagt. Ah, er hat das Spiel verlassen. Ah. Ja. Zack. Auf die Fresse. Hau. Ich hasse das immer, wenn die abhauen. Sollen die nicht flüchten. Komm. Boah, ey. Da. So, du bleibst liegen, Mann. Weißt du, was das Schöne ist? Die Bullen können mich nachher ruhig abschießen und so weiter. Ich habe eh kein Geld. Wer hupt denn hier? Ey, Mann, ich geh mir mal eben Zigarette holen, ne? Ja, ich mache jetzt eh gleich das Ding, die Folge beende ich jetzt sowieso sofort, weil besoffen ist er schon. Wie er erschossen wird, müssen wir uns nicht mit angucken. Obwohl, ich habe immer noch keinen Stern. Nee. Ich habe immer noch keinen Stern. Hier vorne ist mal ein Passant, der aufs Maul möchte. Ja, halt, ja, ich habe das hab ich schon gehört. Ja, das hat der Typ da vorne mir auch schon gesagt. Der Mann hat wieder den hinterher. Oh, so herrlich. Jörn, kannst du das doch zielen? Nee, nicht wirklich. Oh Gott. Aber jetzt habe ich endlich den lang gesuchten, lang erwarteten Stern. Oh Gott, das zieht ja übel hart, ne? Das ist ja so schlimm, wenn man betrunken ist. Alles klar. Fahr mich um! Fahr mich über! Warte mal. Schlag ihn gegen die Karre. Boah, hey! Da wurde er mitgerissen. Oh, herrlich. Ey, hier ist ja gar keiner drin, ey. Er rationiert einfach mal. Aber warte mal. Ich habe eine Idee. Wie wir das Thema ganz schnell beenden. So. Alles klar. Tschüss. Das war's dann für heute. Bis denn.